Weiter geht's mit der Plague Tale. Tja, wir haben uns mal wieder schnappen lassen. Nicht so flau. Aber versuchen wir es mal neu. Man muss ja sagen, dass die Kontrollpunkte immer doch echt fair gesetzt sind. Will ich alles mitnehmen? Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Wir haben ja jetzt auch ein bisschen Werkzeug, ne? Vielleicht können wir noch mal was verbessern hier. Aber wir können die Tasche. Ich glaube, ich finde Geschosse besser. Wir haben es jetzt, also gerade eben hätte uns das geholfen, mit dem weniger leer machen, wobei da steht ja auch Rennen und Ausweichen, also normales Schleichen scheint davon gar nicht so richtig betroffen zu sein. Wir erhöhen mal die Munitionsmenge, die wir bei uns tragen können. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Das könnte ich auch noch machen. Ah, jetzt bin ich wieder geneigt, das auch noch zu machen. Das ist ja auch interessant. Ich kann ja eigentlich sowieso nur maximal 12 Sachen tragen. Und zum Erweitern der Bänder muss ich da unten 15 Schnüre haben. Das heißt also, ich kann die Schleuder nur verbessern, wenn ich vorher meine Tasche auch entsprechend erweitert habe. Wir machen das jetzt einfach mal. Das sollte mir die Sache erleichtern. Es wäre vielleicht. Bleib hier. Gut, pass auf. Los, los. Ja. Das war der falsche Knopf. Macht das vielleicht Sinn, mal eben manuell zu speichern? Geht gar nicht. Oh, so ein Kack. Ich hatte gehofft, dass ich eben speichern kann, damit ich nicht gleich, falls ich auf die Schnauze fliege, alles nochmal machen muss. Sprich, zum einen das Looten, aber zum anderen auch das Verbessern. Naja gut, geben wir uns mal Mühe, nicht geschnappt zu werden. Ist auch nicht schlecht. Auch ein Anspruch, den man haben kann. Warten wir mal, bis der da hinten seine Patrouille wieder zurückläuft. Das war fast ein bisschen früh. Soldaten, Bericht! Fast. Noch immer nichts. Sicher, dass sie das Lager nicht verlassen hat? Aufsperren. Teilt euch auf. Und achtet auf die Zelte. Bis dahin lief es ja eigentlich ganz gut. Da unten könnten wir vielleicht mal unseren Notfalltopf einsetzen. Oder wir nehmen einfach einen Stein vor die Rübe. Keine Spur von ihr. Vielleicht ist sie doch bei den Kiefen. Hey, was zum... So, das hat doch einigermaßen funktioniert. Hau weg den Kollegen.
Bist du dir sicher? Absolut. Ich bin's leid, wegzulaufen. Hallo? Ich kann doch nicht einfach weg sein. Ja, der ist schon... ein bisschen neugierig geworden, der Kollege. Mist. Kacke. Ja, da müssen wir wohl nochmal versuchen. Lästig. Na gut. Alles mitgenommen. So, da kommen wir ja noch. Sein. Die Ausrüstung erweitern. Das sieht schon viel besser aus. Vielleicht ist auch da eine denkbare Möglichkeit. Na, da steht auch einer. Okay, der patrouilliert auch. Gut, man könnte hier Lärm machen, dann geht er da hin. Ja, in der Zeit könnte man dann hier vielleicht ums Eck schleichen. So, da den Lärm machen. Sicher, dass sie das Lager nicht verlassen hat? Ausschwärmen! Teilt euch auf! Und achtet auf die Zelte! Keine Spur von ihr! Vielleicht ist sie noch bei den Käfigen! Weiß nicht, ob das besser ist. Ich kann auch gerade... Gibt's die Karte? Nein. Weiß auch gerade nicht ganz genau, wo unser Ziel ist. Ob das eher auf dieser Seite vom Lager ist oder eher auf dieser. Wir versuchen es einfach mal. Ich oder habe ich gerade einen kurzen Knall gehört? Ach so, dran vorbeilaufen können, na gut. Vielleicht Plätze wechseln, danke. Was war das? Das sehe ich mir besser an. Hey! Halt! Ich sehe nichts! Hallo! Ich kann doch nicht einfach weg sein! Wirbel doch nicht! Ich finde euch! Merkt euch meine Worte! Ich weiß nicht, ob der jetzt hier weiter nach uns sucht. Was? Hä? Das sehe ich mir besser an. Nein, sieh dir das mal lieber nicht an. Keine Spur von ihr. Vielleicht ist sie noch bei den Käfigen. Das bringt sie auch nicht. Definitiv niemand hier. Sinnlos weiterzumachen. Da drüben geht mal aus. Bist du dir sicher? Absolut, ich bin's leid wegzulaufen. Naja, den hätte man wahrscheinlich auch einfach
da lassen können. Der hat ja schon wieder fast das Interesse verloren. Ich wollte auch das Ganze nicht nochmal machen müssen. Ja, Moin. Guten Tag. Ich zahle Lösegeld für die Derun-Kinder und muss sie eigenhändig fangen. Diese Plantagenets sind nutzlos. Er hat meine Eltern getötet. Er wird uns umbringen. Melly, lauf! Amicia, dräng sie zurück! Sie kommen! Die Inquisition! Was zum Teufel habt ihr getan? Gar nichts! Ja, okay, das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen dumm. Ja, okay, das haben wir ja nun schon gesehen. Amicia, dräng sie zurück! Drängen sie zurück? Wie das denn? Was zum Teufel habt ihr getan? Gar nichts! Wir haben nichts getan. Sie wollen Hugo. Lasst uns abhauen! Vorwärts! Geht jetzt los! Schnell! Weiterlaufen, Hugo! Folge Melly! Amicia! Die kriegen dich nicht! Hör auf, wegzulaufen! Gib uns Hugo! Hört doch die Leiter um, sie ja, oder so. Okay. Es läuft die Zeit davon. Schnell! Verschlossen! Scheiße! Alles klar! Weiter! Was ist das? Komm! Na, ich bin gleich wieder da! Alles gut, Hugo! Sofort! War ja wieder so dumm. Ja. Das war ja fantastisch. Ich hab jetzt gedacht, das wäre so eine durchgängige Fluchtsequenz. Vielleicht auch noch was? Achso, ja, Steine. Steine haben sie. Keine Ahnung, aber das gefällt mir nicht. Ja, die wissen doch, dass wir da oben sind. Das wäre ganz toll. Verschlossen! Scheiße! Alles klar! Weiter! Hörst du das? Was zum Teufel ist das? Links! Was war das denn jetzt bitte schön? Also, das Spiel gibt sich wieder gerade allergrößte Mühe, nicht unter den besten Spielen aller Zeiten auf meiner Liste zu landen. Das hätte jetzt auch definitiv in letzter Sekunde zu meinen Lasten gehen können. Die Luke da, das könnte unser Weg nach draußen sein. Da ist eine Kette, Melly. So. Komm schon, komm schon. Sie haben die Tür geöffnet, sie sind hier. Ich kümmere mich um sie. Ja, als ob. Haltet den Mund! Lasst uns ins Flugzeug!
ja etwas hakelig jetzt gerade das Spiel. Also gut, will jetzt auch nicht ausschließen, dass ich mich da selbst ein bisschen dusselig angestellt habe. Aber ja. Weißt du, wo wir hin müssen? Erstmal müssen wir uns verstecken. Arthur und ich wissen wo. Und Lukas? Er wartet beim Chateau. Alles zu seiner Zeit. Wir sehen Lukas wieder. Das hoffe ich. Ich mag Lukas. Er ist nett. Spar dir deinen Atem, Hugo. Das ist der Weg. Wir müssen weiter. Noch sind wir nicht in Sicherheit. Ja, noch sind wir nicht in Sicherheit, aber in der nächsten Folge bestimmt. Bis dann.